Nach der Entscheidung der Liga hatte ich eine stressige Zeit. Ich habe mehrere Telefonate durchgeführt, musste manche Menschen vielleicht überzeugen am Anfang. Wir waren einer der Befürworter dieser Entscheidung. Wir können nicht einfach untertauchen, monatelang. Ich glaube, jetzt Basketball zu spielen, war für uns alle das Richtige, weil wir gezeigt haben, dass es möglich ist, diese Umstände zu bewältigen. Nach unserem tollen Sieg dann gegen Berlin war ja eine echt lange Unterbrechung. Ich glaube, die meisten haben wirklich in dem Moment gedacht, es geht nicht weiter. Also muss ich auch selber sagen. Every one of us had so many things on their mind that had very little relation to basketball. It was more about the overall life situation or situation at home. Keiner wusste, was am nächsten Tag passiert. Überall Horrormeldungen, Pandemiezahlen. Die Bilder aus Italien, Frankreich. An der Pause habe ich fit geblieben. Ich habe zu Hause ein paar Workouts gemacht. Wir konnten uns fit halten, aber halt nicht in der Basketballhalle so richtig die ersten ein, zwei Monate. When I went back to Finland, most of the time I just hung out with my kids. Over there, my wife was still working, so I was babysitting my kids, and then we have a little project going on there with our house. So I was renovating the house. And I was talking with Tuomas every second day, and he was updating the situation, what is going on with the Merlins and what is going on with the BBL in general. Ja, meine erste Reaktion, als die Saison weitergehen sollte, war erstmal ein bisschen schockierend. Man sieht die Gesellschaft, die auf vieles verzichten muss. Und da hat man sich schon hinterfragt, ist das jetzt wirklich das wert und wie wird das alles eingehalten und wie ist unsere Sicherheit gegeben? Viele Spiele, wenig Zeit, um sich vorzubereiten. Und da kommt halt immer bei jedem Sportler der Gedanke, bin ich fit, ich konnte zwei Monate nicht wirklich trainieren, ich möchte mich nicht verletzen. It was just a tough situation to hear that, you know, because I thought that the guys, our bodies will break down. Nach der Entscheidung der Liga hatte ich eine stressige Zeit. Ich habe mehrere Telefonate durchgeführt, musste manche Menschen vielleicht überzeugen am Anfang. At the time, I felt like the players wasn't really valued in this decision. I thought that it was based off of just like the clubs and people that didn't actually have to get out there and play the game. Ich glaube, so ein bisschen das Problem war einfach, dass da eine sehr lange Zeit von, sage ich mal, Kommunikationsdefizit war. Es kam ganz wenig Informationen durch. Es wurde zwar so im Hintergrund von der Liga, von den Vereinen ganz viel gearbeitet, aber so richtig, wie es weitergeht, ich glaube, das wurde den Spielern erst dann klar, als es im Prinzip in dem BBL-Meeting auch direkt entschieden wurde. Wir waren einer der Befürworter dieser Entscheidung. Wir können nicht einfach untertauchen, monatelang. I talked to Martin and Coach Thomas and Ingo. I started to understand more, but I also told them my viewpoints as a player, given my perspective too. So, you know, all of us came to a mutual agreement on the situation. Mit der Zeit hat man gemerkt, dass die Liga einen Plan hat, dass die ein gutes Konzept rausbringen und ja, dass jede Mannschaft auch das Beste für die Spieler machen will. Ich glaube, jetzt Basketball zu spielen, war für uns alle das Richtige, weil wir gezeigt haben, dass es möglich ist, diese Umstände zu bewältigen. Everybody gained momentum and also this positive energy once we got back into the action and back with our practices. Quick shot.
Our leading thought in this process was obviously to bring back the band. Klasse abgelegt! Spannert's nur im Blick mit dem ganz zweiten Dreier. With the full squad, we could really compete for something special and unique, especially in this type of setting. But we pretty quickly realized that there was no interest from the other side, and then we had to go in a different direction. Nachdem klar war, dass Aaron nicht mehr zur Verfügung stehen würde, der zu seiner Familie heim wollte in die Staaten, sich dann auch langsam abzeichnete, dass es mit Quincy und Jan auch in diese Richtung gehen würde, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, war klar, dass wir nun gewisse Verstärkungen dann für die Mannschaft noch mal reinbringen müssen. Also wie ich gehört habe, dass der MBC nicht bei dem Turnier teilnimmt, habe ich natürlich gehofft, dass ich bei einer anderen Mannschaft spielen kann. Für mich persönlich, ich habe 3 Jahre meiner Karriere quasi verletzt verbracht und konnte nicht spielen. Und jetzt bin ich gesund, topfit und natürlich will ich jetzt spielen. Und dann ist natürlich dieses Turnier eine super Möglichkeit, erstens Basketball zu spielen, zweitens sich zu zeigen und drittens dann noch in einer Mannschaft, die die Saison wirklich top gespielt hat. Ich war echt überrascht, also ich glaube, wie ganz Basketball Deutschland war überrascht, so wie gut Kreisheim gespielt hat dieses Jahr. Und wenn da eine Möglichkeit aufkommt, dass ich da Teil davon sein kann, musste ich nicht wirklich lange überlegen, dass ich das machen will. Also menschlich hat es bei beiden Neuen gleich von Anfang an gepasst. Das hast du gemerkt, so vom ersten Moment in der Halle. David ist sowieso einer, der geht ganz locker einfach immer auf jeden, glaube ich, zu und redet da mit ihm und kommt mit jedem klar. Bin ein bisschen rumgekommen. Ist schwieriger, einen Verein zu kriegen, wenn man ständig verletzt ist. Aber wie gesagt, das will ich jetzt hinter mir lassen. Ich bin jetzt gesund, topfit und ich hoffe, dass ich die 3 Jahre, die ich verloren habe, am Ende dann nochmal dranhängen kann. Also hoffentlich kann ich dann spielen, bis ich irgendwie 43 bin oder so. It's been such a short period of time getting to know them, but in the short period of time, I think they've been great. Really good guys. I had nothing but positive words about both of them. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht nur einen Monat da bin, sondern schon über eine längere Zeit und das ist echt wertvoll und ich bin echt dankbar dafür, dass ich so tolle Mitspieler habe. Wir sind mit vollen Koffern direkt angekommen und mussten wir auf einmal zu diesem Zimmer, wo wir alle auf einmal getestet werden. Und nach dem Test meinten alle, ja, jetzt musst du in dein Zimmer bleiben und 6 Stunden Quarantäne machen, bis die Ergebnisse rauskommen. Wir waren dann 6 Stunden auf dem Zimmer. Zum Glück hat fast jeder seine Playstation dabei gehabt, da konnte man sich so mit ein bisschen beschäftigen. Also alle haben sich auf diese Situation eingelassen, die hier sind. Und wir haben das Beste draus gemacht. Putting the Black Lives Matter on the uniform, it just shows that like how aware our club is, not only to just what's going on in Germany, but to what's going on in the world. German basketball has had a lot of positive influences from American basketball players. They form a big part of our team too. I mean, it's kind of tough for our club to like act really, because the problems are in America and we're miles away, we're in Germany. So I think the best that we could do is to show our respects. Like, I think that's what we're doing, why we're putting the Black Lives Matter on our jerseys. And it's been, took a toll on me mentally, and it's just been tough. Like, I honestly don't understand why, like, I just don't understand why people just can't all just love each other at the end of the day. You know what I mean? It's, we're all humans, we're all put on this earth. And I just don't, I have zero respect for racism. Well, it was very different to play in that first game
against Göttingen. It was not only our first game, it was also the first game of the tournament and first game after the corona break, I think, in whole Europe. And I think nobody really knew what to expect from that game and how it would go, how it would feel to play without the crowd and after a long break. Shots, stretches, shots. It was different at the beginning, just seeing no fans, because usually I feel like the Merlins have the best fans in the BBL. So it was a little bit different. Trust. Trust in yourself, okay? You're in great shape, you've been working really well. Trust in your teammates, that they will do their job, okay? And then trust in the system and in us coaches that we have prepared you guys for this moment that we are approaching. When we go back to the hotel after this game, every guy can walk in front of the mirror and say, I left everything. I left fucking everything I had, I left on that floor. And then if it's enough, it's enough. If it's not enough, fuck it, move on to the next one. But that's the mindset we gotta have. Make sure we do the bullying right from the get-go. Yes, okay, sir. Let's go, guys. Come on now. Great energy now. Family on three. 1, 2, 3, family. Let's go. Auf geht's, das Finalturnier 2020. It just felt good being out there in the Merlins jersey again and, you know, just playing with those guys and just competing at a high level. Alex Ruhr, sträflich freigelassen. Göttinger kommt gut rein, guter indirekter Block, dadurch ist der Schütze frei. Also sie spielen sehr, sehr gut hier in der Anfangsphase. Die Göttinger, die Kreisheimer, viel von außen, aber bisher noch nicht erfolgreich. It's a physical, hard-working team, very similar to us in this way. I thought they were ahead of us in the process, especially if you look from the fitness side. Leider haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Das hat uns Sieg gekostet. Ellen Hund. I think they have majority of their guys still from the beginning of the season, but I feel like we fought really, really hard. Black. Hawkins. Stop jumping. Let him go to the basket a couple times. Make him finish. No, I got you, but yeah. We had very limited 5-on-5 practices because of the small group we had and because of the injuries. So we had maybe been able to do 3-4 5-on-5 practices, and that showed up in certain situations during the game where the tactical issues weren't as clear as we would have liked them to be, especially in that first half. Hund bleibt hängen, Russell. Und Russell ist am Boden, sieht aus wie ein Krampf. Ja, der wird jetzt erstmal auf die Bank versucht, kann er nicht, da ist der Krampf wieder da. I have two feelings. First, it's frustrating because I love to play basketball and I want to play. But the second feeling is like somebody like Liam deserves to play. So Alexa and Vlada and all those guys that maybe didn't get to play as much during the year. The fact that they get to play now makes it all worth it. Göttingen mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg. Gegen Kreuzheim und damit auf einem guten Weg ins Viertelfinale. So, Dwayne hat sich verletzt gegen Göttingen. Danach, ich wusste, dass das meine Chance, ich spiele so safe gegen Munich. We know after the game they played against Ulm, what's going to be the reaction. They're going to be super aggressive, right? Use that against them. This has been our weapon the whole season, okay? Teams talk to pressure us, try to be aggressive with us. We enjoy that situation. And I loved how we came on in the first game, how we responded. Now it's time to show our character one more time. Okay, let's go. Wir haben halt das erste Viertel gut gespielt, aber dann
kamen die im Lauf und dann haben wir ein bisschen den Kopf hängen lassen. Bayern hat das sozusagen gerochen und haben weiter attackiert und wir hatten leider keine Lösungen in der Defense. Wir haben mit 6 Profis gegen so eine starke Euroleague-Mannschaft zu spielen. Gegen Munich war echt schwer. Die Fehler häufen sich bei Kreizer. Lucic, 10 Sekunden vor Ende des ersten Viertels. Lucic so auf Feld zu sehen, also für mich war das wow. Weil wenn ich 10 oder 11 war, der war ein Partisan, Captain und das war wie ein Hero. Herrera nochmal im Alleingang, kann sich durchsetzen gegen Loh im 1 gegen 1 und klaut sogar fast nochmal den Ball in der Schlusssekunde. Also Herrera als kämpferisches Vorbild, einer, der natürlich den Laden hier noch halbwegs zusammenhält bei den Hackrow Merlins, die keine schlechte Hälfte gespielt haben. Aber natürlich merkt man, dass sie von dem Personal, von der Kapazität an die Grenzen gehen hier. 35 zu 51. We don't have to run a set then. Drive and kick, that's the best thing we do. So we gotta be right there. When we are in attack mode, good things happen, okay? When we start to finesse it and think, hey, tactic will solve this, I will make the pocket pass here, okay? Bad things happen. So let's keep it really simple. Attack mode on both ends, protect the basket, run the shooters, okay? This is it. Go, 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 go! On three, 1, 2, 3! Schon ganz klar bemerkbar, Kreizheim saugt momentan alles aus Herrera raus. Herrera, Wahnsinn. Career High für Sebastian Herrera mit 27 Punkten. Es ist immer schön, gegen Bayern zu spielen, weil man spielt gegen einer von den Besten und man will immer sich sozusagen messen. Und ja, hat in dem Spiel vielleicht persönlich geklappt, aber als Mannschaft leider nicht. You improved during the game, but before that, that was unacceptable. So whatever happens in this tournament, moving forward, we will give everything we have. That means Jonas and Marco are staying up the nights to get the calls, to do everything possible to put you in place to succeed on the floor. But we will not stop coaching you guys. We have to be clear on this, because if we don't have this, we don't have anything. Play every second day, it means pretty much that on the off days you can have one practice. After the activation, there's every practice some type of individual skill work. And after skill work, we go through the themes that we had in the previous game and for the next game. Overall, it was very different from the approach of a regular weekly game where we just prepare for the opponent, and this time we had to remind all of our basic concepts, go through the system, and then once we added Marvin and David, two new players, on top of them the young guys, Alexa and Vladan, who had not practiced fully with us this year, we had to do a lot of basics. Got that? Oh! Hey! Did you get it? Did you get it?
we're gonna compete till the end. Last game we gave up the last 4 minutes because we were tired and we lost focus. That cannot happen. That's not us, all right? No matter what, so whoever is on the floor, we always have an idea of what's going on, all right? Let's go, Ja, in dem Spiel lief es für mich relativ gut am Anfang, auch dadurch, dass jetzt Hawkins nicht mehr dabei war. Hat auch zu mir gesagt, ich muss aggressiver sein, auch nach meinem Wurf gucken. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen, einfach versucht, irgendwo Energie herzuholen und dann die Jungs auch mitzuziehen. Dieser Start war einfach immens wichtig für uns, weil es uns gezeigt hat, dass noch Energie da ist nach 2 Spielen, obwohl wir schon sehr viele Minuten gegangen sind. Ja, ich habe es gemerkt, dass ich viel gepunktet habe. Ich weiß auch mittlerweile, wo der Career-High ist, sag ich mal, aus der Saison jetzt. Ne? Von daher wusste ich schon direkt, dass 18 Punkte für mich jetzt Topwert ist. Jetzt ist nicht nur eine Statistik, ich bin ja nicht so der große Punktefanatiker, der es unbedingt sehen muss. Aber es war ganz nett, war ein netter Nebeneffekt, weil wir halt auch als Team sehr, sehr gut zusammengespielt haben. Ich glaube, wir hatten einen Run kassiert, den konnten wir nicht wieder antworten. Beziehungsweise kamen wieder knapp dran, aber kamen nie so über die Schwelle drüber. Carpenter, bereits sein 2. Offensiv-Rebound heute. Obst. Perfektes Spiel. Freier Dreier, Andi Obst. Wir haben alles versucht und diese extra Energie haben wir schon gegeben. Wir hatten nichts mehr übrig. Also wir haben versucht, da noch irgendwas rauszukitzeln. Aber man muss einfach sagen, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir alles rausgeholt. Da hätten wir den Sieg geholt irgendwie, wäre es natürlich noch schöner gewesen. Aber ich glaube, da hat sich keiner was vorzuwerfen, dass wir da irgendwie noch gravierende Fehler gemacht haben, dass wir das eigentlich hätten gewinnen müssen. Und Stucky sowieso. Schönes 1 gegen 1. 82, 76. Sind dann mal im Rückstand hinterhergerannt, dann wieder aufgeholt und es ist halt einfach kräftezehrend, weil wir halt tatsächlich nicht so viele Leute hatten. Riesenrespekt vor dieser Crailsheimer Moral, also Riesenrespekt. 92 zu 80. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem altersschwachen Kopf und meiner Wirbelsäule noch so tief runterkomme, um mich vor den Crailsheimern zu verbeugen für eine kämpferisch wirklich fantastische Vorstellung. We went all out. That's our team. That's our spirit. Whatever happens. Ey, wir haben gekämpft. Solange der Kämpfer ist, alles gut. Nee, ist nicht alles gut. Was willst du machen? Wir sind zu 12, Alter. Wir sind 20. Ja, aber wir werden das Spiel trotzdem. Ja, am Ende ist es die Erfahrung. Hey, guys, against Oldenburg, we have a chance. You know? Against Oldenburg, we can. If we play like this, Oldenburg is slow. They're tired. We can win the shit. No matter what happens, you know, no matter how many games we got left, okay, what you guys doing here is incredible, okay? I couldn't be more proud, and I wouldn't want to coach any other guys than you guys the way you perform right now, okay? Just keep this up till the end, no matter how many games there are, okay? And cherish this moment with this team as long as it goes on, all right? Yeah, let's go, brother. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Hero. Family on 3, 1, 2, 3. Family. Okay. Marvin Ogunsipe. Scheiße, was ist denn los jetzt? Okay. Nochmal von vorne. Einarbeitet.